Bei uns zu Gast ist heute die Schriftstellerin Anne Becker. Sie wurde 1975 geboren. Sie studierte Sonderpädagogik in Heidelberg und arbeitete als Förderschullehrerin. Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Buch zu verfassen? Ich wollte eine Klassenlektüre, in der die Hauptfigur ein Junge ist. Die Geschichte sollte etwas mit Verlieben zu tun haben. Aber ich fand nichts Passendes. Also beschloss ich selbst, ein Buch zu verfassen. Die Hauptfigur Jan ist ein besonderer Bub. Warum hat er Leserechtschreibschwäche von Ihnen bekommen? Ich betreue immer wieder Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche und beobachte, dass es extrem schwer für sie ist, ein ganzes Buch zu lesen. Andere Menschen verstehen diese Probleme oft nicht. Dennoch haben sie viele andere Talente. Zum Beispiel ist Jan ein guter Superschwimmer. Könnte sich Ihre Geschichte auch in Wirklichkeit eignen? Ja, ich denke schon. Wir alle verlieben uns von Zeit zu Zeit. Das ist nicht immer einfach. Wir haben auch unsere Stärken und Schwächen und mit diesen müssen wir auch lernen, zurechtzukommen. Frau Becker, Sie haben für Ihr Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Herzliche Gratulation und danke für das Interview. Dankeschön, sehr gerne. Und jetzt stellen wir euch die Hauptpersonen vor. Fabi ist Jans bester Freund, geht schwimmen und steht auf Party. Frau Papendick ist Jans Lesebetreuerin und kennt gute Tipps. Linus ist der Ex-Freund von Flo, hat Probleme in Mathe und schwimmt auch. Flo. Kurzform von Florentine. Jans Nachbarin spielt Geige und hat zwei Hühner. Jan, guter Schwimmer, verliebt in Nachbarin Flo. Tobi und Nele. Jans Schwester und kleinerer Bruder. Patti, Flo's Cousine, gibt wertvolle Tipps für Jungs, steht auf Fabi. In dem Buch Die beste Bahn meines Lebens geht es um Freundschaft, Liebe, Eifersucht, Familie, Umzugsprobleme, Neuanfang, Sport, also Schwimmen und um die Leserechtschreibschwäche LRS. Zu Beginn des Buches spielen die beiden Brüder Tobi und Jan in der Sandkiste. Doch dann werden sie vom Nachbarskind Flo, ihrem Huhn Vicky, zuschreit und erbrochen. Das flinke Tierchen hat sich wieder einmal durch den Zaun geschoben und steht im Garten von Jan. Die Besitzerin Flo steht hinter der Hecke und schreit Jan zu, er solle ihr Huhn an den Füßen packen. Der nervöse Jan versucht dieser Anforderung gerecht zu werden und schließlich gelingt es ihm auch, das Tierchen im Hechtflug zu fangen. Das erste Aufeinandertreffen nach dem Umzug von Jans Familie mit der neuen Nachbarstochter Flo erscheint lustig. Dennoch wird es von zahlreichen Gedanken der beiden Jugendlichen geprägt. Im Gegensatz zu Jans Worten stellt Flo ihr Gedankenkarussell meist in Kreisdiagrammen vor. Nachdem die beiden gemeinsam die Schule besuchen, freuten sie sich schließlich auch an. Eines hat für Jan oberste Priorität. Er will seine Lernschwäche, LRS, unbedingt vor der Klasse verbergen. Deshalb besucht Jan regelmäßig eine Therapeutin, die ihm aus der peinlichen Lage nicht lesen zu können helfen soll. Flo soll definitiv auch nichts von seinem Geheimnis erfahren. Immerhin wird er nervös, wenn er sie nur ansieht oder an sie denkt. Die beste Bahn meines Lebens ist aus der Sicht der Hauptfigur Jan geschrieben. Auflockernd wirken Florentines Grafiken im Buch, weil das Mathe-Genie damit auf kreative Art und Weise verrät, ob sie Jan, den neuen Nachbarsjungen und Retter ihres Huhns, überhaupt leiden kann. Spannend bleibt es bis zum Schluss die Frage, was der Titel Die beste Bahn meines Lebens mit dem Buch zu tun hat. Dies wollen wir dir aber nun nicht verraten. Deshalb kauf dir am besten das Buch und beginne heute noch mit dem Lesen. Konnte ich dich noch nicht überzeugen oder bist du noch nicht so der Lesetyp? Schluss mit Ausreden. Du,
Du bist ein Glückspilz, denn es gibt auch bereits das Hörbuch dazu. Viele spannende Momente sind beim Lesen und Hören gesichert. Das beste Buch meines Lebens. Die beste Bahn meines Lebens. Zum Hören, Sehen und Lesen. Fühl die freudige Spannung in dir. Liest du noch oder fühlst du schon? Und hast du gewusst, dass die beste Bahn meines Lebens den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat? Praktisch, rechteckig, perfekt. Die ideale Lösung gegen Langeweile.